Hey Leute, Bagot Survival hier. Heute gibt es endlich das lang ersehnte Update über meinen Fluchtrucksack. Da hat sich einiges geändert. Der Rucksack ist im Prinzip gleich geblieben. Das ist immer noch der Eberle Stock Half Track. Es haben sich ein paar inhaltliche Dinge verändert und ein paar sind natürlich geblieben. Also so viel hat sich jetzt nicht geändert, aber zumindest so viel, dass es sich lohnt, darüber jetzt wieder ein Update zu machen. Zunächst allerdings möchte ich ein bisschen über das Konzept reden, was ich im Hinterkopf habe, wenn es nötig wird, zu flüchten. Und da gibt es natürlich Kommentare, die ich bekomme, zum Beispiel, ja, was ist denn, wenn du überhaupt nicht an deinen Fluchtrucksack rankommst? Dann musst du natürlich irgendwie improvisieren. Das ist natürlich richtig. Es gibt Momente, wo ich zum Beispiel keinen Zugriff auf meinen Fluchtrucksack habe. Das ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, wo es einfach nicht möglich ist, diesen Rucksack mitzunehmen. So, die meiste Zeit ist dieser Fluchtrucksack nämlich bei mir zu Hause. Sollte ich irgendwo anders sein, wo ich zum Beispiel länger als eine Woche bin, dann nehme ich diesen Fluchtrucksack auch dorthin mit. Den muss ich dann irgendwo verstauen, ob es jetzt im Kfz ist oder was weiß ich nicht wo. Zum anderen habe ich natürlich noch eine Art Versicherung und das ist mein EDC. Das ist wirklich immer dabei. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob es Richtung Arbeit ist, freizeitmäßig irgendwo, egal wo es mich hin verschlägt, das EDC ist immer mit dabei und da habe ich auch essentielle Dinge drin, die es mir erleichtern, in einer Notsituation klarzukommen. Natürlich gibt es hier nicht den Platz, um zum Beispiel ein Zelt unterzubringen oder einen Schlafsack unterzubringen. Ja, dafür ist das Ganze aber auch nicht gedacht. Das heißt, sollte ich wirklich in einer Notsituation, wo ich flüchten muss, von jetzt auf gleich, kann ja immer mal passieren, und sollte ich da nicht an meinen Fluchtrucksack bzw. an meinen Bugout-Bag rankommen, dann ist das meine Versicherung. Und dann brauche ich natürlich vor allem das Wissen, was ich im Kopf habe. Wie improvisiere ich zum Beispiel eine Unterkunft? Wie improvisiere ich mir Lebensmittel? Also wie beschaffe ich mir das? Etc. pp. Da sind natürlich Gegenstände drin. Oh, da lief gerade ein Kaninchen durch den Garten. Naja, da sind natürlich dann Gegenstände drin, die mir das trotzdem irgendwo erleichtern. Ja? Ich werde euch einfach mal hier oben nochmal mein EDC verlinken. Dort seht ihr dann, was da alles genau drin ist. Momentan ist es natürlich typenspezifisch ausgelegt, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich mit dem Inhalt hier wunderbar improvisieren. Und das ist dann wirklich meine absolut letzte Versicherung in diesem Fall. Das erstmal zu dem Konzept, was ich verfolge. Für die Leute, die ja nochmal fragen, ja, was ist denn, wenn du nicht an dein Zeug rankommst? Das ist wirklich immer dabei. Also das ist absolut die Lebensversicherung. So. Dann kommen wir zum Fluchtrucksack. Wie gesagt, es ist immer noch der Eberle Stock Half Track. Es haben sich ein paar Dinge geändert. So wie der Fluchtrucksack jetzt hier steht, wiegt er ca. 21,5 Kilogramm. Das ist natürlich relativ viel, muss man tragen können. Es gibt Leute, die können es nicht. Es gibt aber auch Leute, die haben das Doppelte an Gewicht. Meiner Meinung nach sollte man darauf achten, dass es immer so leicht wie möglich ist. Jedes Kilo, was man spart, da wird man froh drüber sein, wenn man unterwegs ist. Naja, warum 21,5 Kilogramm? Viel Schnickschnack ist nicht drin, wirklich nicht. Circa 7 Kilogramm Gewicht kommen vom Wasser und von den Lebensmitteln. Das heißt, das sind alles Dinge, die werden über die Zeit hinaus verbraucht. Das heißt, da verringert sich das Gewicht des Gesamtrucksacks. Das andere, was so schwer ist, sind unter anderem Wechselklamotten, die Notunterkunft, also das Zelt und der Schlafsack und natürlich noch ein paar andere Dinge. Darauf fällt dann die restlichen Kilogramm. Was sich jetzt genau darin befindet, machen wir jetzt alles mal in der Nahaufnahme. Ich werde das jetzt nicht nach und nach herausholen, sondern ich werde das stufenweise nach Einsatzzweck vorstellen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, fangen wir mit einem der wichtigsten Dinge in einem Fluchtrucksack an und das ist das Erste-Hilfe-Set. Hier haben wir einmal das Erste-Hilfe-Set und hier noch eine Israeli-Bandage. Wie die funktioniert, werde ich hier oben auch noch mal verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, das Erste-Hilfe-Set
Und ein Tourniquet ist natürlich auch noch dabei. Das ist allerdings im EDC und musste ich deshalb nicht nochmal extra in den Fluchtrucksack packen, ganz einfach aus Gewichtsgründen. Gut, ja, vorher hatte ich eine grüne Tasche von Tasmanian Tiger. Die ist allerdings zu klein geworden. Ich habe das erste Hilfeset nämlich noch ein bisschen mehr ausgestattet. Und da musste dann einfach eine neue Tasche her. Die hatte ich jetzt noch irgendwo rumfliegen. Finde ich jetzt persönlich auch besser als die Tasche von Tasmanian Tiger. Ganz einfach, weil diese auch in Signalrot ist. Und da weiß auch direkt jeder, hierbei handelt es sich um ein erste Hilfeset. Hier bei der Tasche haben wir hinten auch noch Klettbänder, das heißt, ich kann das im Ernstfall auch noch dann draußen zum Beispiel am Gürtel befestigen, falls ich da einen schnellen Zugriff drauf haben sollte oder wenn ich einfach mal Platz im Rucksack brauche. Da haben wir dann also auch noch die Möglichkeit, das irgendwie draußen zu befestigen, auch am Rucksack. Muss also nicht unbedingt an den Gürtel dran. Ja, dann packen wir es einfach mal aus. So. Und das Ganze lässt sich hier wunderbar aufklappen. Ist alles wunderbar sortiert. Ich drehe das einfach mal so um. So. Wir haben hier auf der linken Seite erstmal eine Rettungsdecke. Ganz klar. Eigentlich ist in diesem Erste-Hilfe-Set auch eine Standardausrüstung drin, so wie man sie in jedem Erste-Hilfe-Set kennt. Allerdings habe ich natürlich noch ein paar Dinge dazu getan. So, dann haben wir hier noch zweimal Mullbinden. Zwei Verbandspäckchen. Ich lege es einfach mal an die Seite hier. Dann Octenisep Spray, Wunddesinfektionsmittel, auch ganz wichtig, vor allem wenn man draußen ist. Das ist wirklich Gold wert. Dann haben wir noch so, Pflasterklebeband. Da übrigens habe ich das Mittelteil rausgebrochen, diesen Plastikring, ganz einfach, um da auch Platz zu schaffen. Ja. Dann Wundauflagen, zwei Stück. Und dann kommen wir hier zu den Wundschnellverbänden. Da habe ich auch ganz viele von, gerade wenn man zum Beispiel mit Blasen zu tun hat etc. oder eben kleinere Verletzungen hat. Da sind die wirklich besser, als jedes Mal einen Verband drum zu machen. Dann haben wir noch Desinfektionstücher, die hole ich jetzt allerdings nicht raus. Sind auf jeden Fall auch noch genug Pflaster dabei und Desinfektionstücher. Dann haben wir hier unter anderem Steri-Strips. Ja, diese Steri-Strips sind dafür gedacht, um zum Beispiel größere Wunden verschließen zu können, wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, das zu nähen. Das kann auch wirklich ein Laie machen, da ist wirklich nichts dabei. Kostet natürlich ein bisschen etwas, aber ist auf jeden Fall besser als nähen und vor allem auch nicht so schmerzhaft. Und man kann trotzdem größere Wunden damit behandeln. Ja, dann haben wir noch weitere Pflaster, Wundschnellverbände. Hier auch nochmal Blasenpflaster und auch Skalpelle hatte ich ja schon mal beim letzten Mal, oder beziehungsweise Skalpellklingen hatte ich beim letzten Mal beim Fluchtrucksack ja auch schon mal gezeigt. Das ist zum Beispiel, um kleinere Abszesse zu öffnen. Oder eben um ganz kleine Eingriffe, wie zum Beispiel einen etwas größeren Splitter herausschneiden zu können. Also jetzt keine OP oder sowas. Ja, dann haben wir hier noch eine Verbandsschere. Eine Zeckenzange. Und Handschuhe. Upp. Zwei Paar. So. Dann haben wir hier noch ein Päckchen mit Medikamenten. Da haben wir unter anderem Durchfallmedikamente, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Kohletabletten, Cetirizin und auch wieder Desinfektionstücher. Also all das, was man eigentlich so unterwegs braucht. Vor allem Durchfalltabletten und Kohletabletten sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Und wir haben auch noch zwei Handwärmer, also so Wärmekissen, um im Notfall dann halt auch zum Beispiel
kalte Hände aufwärmen zu können. Und das war es eigentlich auch schon zum Thema Erste Hilfe. Ja, kommen wir zum Thema Hygiene. Und da habe ich zum einen so eine kleine Kulturtasche und 3-mal stabile 120 Liter Müllsäcke. Die kann man natürlich für viele verschiedene Dinge benutzen. Zum einen natürlich, um seinen Müll zu verpacken. Zum anderen kann man da allerdings auch Dinge mit wasserdicht verpacken. Man kann damit viele Dinge improvisieren, wenn ich irgendwelche Dinge eingraben muss, weil ich sie zum Beispiel nicht mehr mitnehmen kann oder weil ich sie verstecken muss, sind die natürlich auch dafür geeignet. Und naja, ansonsten kann man damit auch noch viele andere wunderbare Dinge improvisieren. Kommt vielleicht auch noch mal ein Video dazu, allerdings nicht in nächster Zeit, da habe ich viele andere Projekte. So, ja, haben wir einmal hier die Kulturtasche. Wie gesagt, da befinden sich ein paar Dinge drin, die ich zur Hygiene brauche, zum Beispiel für die Morgenwäsche oder eben, wenn es um meine Notdurft geht. Machen wir einfach mal die Tasche auf, fangen wir hier vorne an. Hier haben wir einmal Desinfektionsgel, Handdesinfektionsgel. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als sich irgendwie auf einer Flucht mit irgendwelchen Krankheitserregern anzustecken. Darum ist es wirklich wichtig, Handdesinfektionsgel dabei zu haben. Dann haben wir einen Fettstift. So. Ja, was macht man mit so einem Fettstift? Da kann man unter anderem natürlich die Lippen mit einfetten oder eben auch die Hände mit einfetten. Hat viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und ist zudem auch noch ein guter Feuerstarter in Verbindung zum Beispiel mit Papier oder Taschentüchern. Das war es auch schon, was sich hier vorne drin befindet. Da, wo ich dann halt auch einen schnellen Zugriff drauf habe, wo ich nicht lange suchen muss. Fangen wir einfach mal mit dem Hauptfach an und hier haben wir 3 Pakete Taschentücher. Ja, zum einen natürlich als Toilettenpapier und zum anderen, ja, um sich zum Beispiel die Nase zu putzen oder eben um irgendetwas abzutupfen. Der Grund, warum ich zum Beispiel keine Feuchttücher dabei habe, ist zum einen, weil diese sehr schwer sind. Und auch sehr voluminös. Da gibt es natürlich auch kleinere Pakete, allerdings sind da nicht ganz so viele Tücher drin, wie jetzt zum Beispiel hier in diesen Paketen Taschentücher. Nichtsdestotrotz habe ich in meinem EDC allerdings auch feuchte Tücher dabei. Ich persönlich mag sie jetzt nicht so, aber zum Beispiel zum Hände sauber machen reicht das vollkommen aus. Und deshalb habe ich auch im EDC mit dabei. Hier brauche ich sie nicht, hier reichen mir ganz einfache Taschentücher. Dann habe ich noch ein Mikrofaserhandtuch von Snookpack und zwar in der Größe Small, 62 x 60 cm, antibakteriell. Das reicht auf jeden Fall, um sich abtrocknen zu können. Dann ganz wichtig, Zahnbürste und Zahnpasta. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man sich irgendwie auf einer Flucht die Zähne versaut, weil man keine Möglichkeit hatte, sich irgendwie, ja, ordentlich die Zähne zu putzen. Natürlich kann man das auch aus der Natur improvisieren, aber muss ja nicht sein. Wiegt so gut wie gar nichts und passt perfekt. Dann haben wir noch ein Stück Blockseife. Meiner Meinung nach ist sie wesentlich ergiebiger als Flüssigseife und bei der Flüssigseife hat man natürlich noch das Problem, dass diese auslaufen könnte und das gibt natürlich dann eine schöne Sauerei. Muss nicht sein, darum lieber Blockseife nehmen. So, dann haben wir noch ein Päckchen Vaseline. Hat auch wieder viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen natürlich kann man damit sich einreiben, die Lippen einreiben oder Füße etc., wenn man dann auch wieder Blasenprobleme hat oder Wunden abschließen oder einreiben, also es geht alles. Natürlich muss man darauf achten, dass man jetzt sich nicht eine klaffende Wunde damit zukleistert, das ist natürlich klar. Ich rede jetzt auch nicht von offenen Wunden oder sowas, sondern von irgendwelchen Dingen, die es zum Beispiel nötig machen, dass man da Vaseline drauf schmiert. So, nutzt aber auch zum Beispiel viel, um Feuer zu machen. Ist also auch wieder Multi-Use in dem Fall. Und dann haben wir noch einen Spiegel. Klar, um natürlich mal zu schauen, ob man irgendwo Zecken hat oder so. Außerdem kann man das Ganze noch als Signalspiegel benutzen. Da haben wir hier ein kleines Loch, damit kann man dann zielen. Ist nicht verkehrt, wiegt nicht viel, ist ein Polycarbonatspiegel. Und
ja, sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Im Prinzip ist eigentlich alles drin, was man braucht für die tägliche Hygiene. Wir haben Seife, wir haben Zahnputzzeug, wir haben Desinfektionsmittel und wir haben auch Papiertaschentücher, um seine Notdurft verrichten zu können. Ein Handtuch, um sich abzutrocknen. Und im Ernstfall sollte das eigentlich ausreichend sein. Bis jetzt hatte ich keine Probleme damit. Es hat auf jeden Fall jedes Mal ausgereicht, das, was ich hier mit dabei hatte. Was natürlich nicht dabei ist, ist Deo oder Parfüm. Meiner Meinung nach braucht man das allerdings auch nicht. Man sollte einfach nur auf die Hygiene achten, so dass man sich keine Infektionen einfängt. Und Deo ist ja jetzt nicht unbedingt erforderlich, zumal man da auch darauf achten muss, dass gerade wenn man gut riecht, zum einen ist es natürlich unvorteilhaft, weil das kann man schon vom Weiten her riechen. Man fällt also auch auf, gerade wenn man im Wald unterwegs ist, da ist dann so eine Deo-Fahne doch schon unvorteilhaft, vor allem wenn man sich auch verstecken möchte. Dementsprechend ist es auch hier gar nicht drin, braucht man also nicht. Gut, das war es dann zum Thema Hygiene. Ja, kommen wir zu einem wichtigen Teil im Fluchtrucksack, und zwar ist das Wechselwäsche. Ist natürlich sehr schwer, allerdings gibt es nichts, was schlimmer ist, als zum Beispiel eine Woche lang mit denselben Klamotten rumzulaufen. Dementsprechend ist Wechselwäsche wirklich wichtig. Ich habe das Ganze in so einem Vakuumbeutel hier verpackt. Wie bekommt man hier zum Beispiel ein Vakuum rein? Das ist eigentlich ganz einfach. Man packt das Zeug hier rein, dann rollt man das zusammen und dann macht man einfach nur hier vorne diesen Reißverschluss zu und presst so im Prinzip durch dann diese kleine Lücke, die hier offen bleibt, den letzten Rest an Luft heraus. Und so entsteht dann ein Vakuum und so lässt sich das Ganze natürlich auch wesentlich platzsparender verpacken. So, dann machen wir einfach mal auf, schauen wir mal, was drin ist. So, wir haben hier so eine Wurst. Auch wieder eine platzsparende Methode, um seine Klamotten verpacken zu können. Wir haben hier einfach mal ein paar Socken genommen. Das lernt man zum Beispiel auch bei der Bundeswehr. Und da haben wir dann hier ein T-Shirt und eine Unterhose. Das Ganze wird dann einfach nur zusammengerollt. Die Socken kommen in die Mitte und dann wird das hier einfach nur drüber gezogen. Und man hat einmal einen fertigen Tagessatz an Unterwäsche. Davon habe ich 3 Stück. Einmal in der Winteredition, das heißt, hier ist einmal eine lange Unterhose dabei und auch ein dickeres T-Shirt. Dann noch einmal Ersatzsocken, diesmal allerdings dünnere Socken, zum Beispiel für den Sommer. Und eine Ersatzhose. Ich habe jetzt hier keine Jacke drin und sowas. Meiner Meinung nach braucht man die nicht wirklich, zumal ich sowieso immer eine Jacke dabei habe. Das ist also dann auch dem Konzept geschuldet. So spart man natürlich dann auch Platz und vor allem auch Gewicht im Rucksack. Eine Ersatzhose ist allerdings für mich sehr wichtig, wie ich finde, weil die kann man halt schlechter ersetzen als zum Beispiel eine Jacke. Ja, was ebenfalls noch zu der Kleidungsabteilung gehört, ist unter anderem ein Regenponcho. Das ist die US Army Version davon. Muss ich jetzt nicht unbedingt auspacken, ist auf jeden Fall ein großer Regenponcho. Falls es wirklich mal in Strömen gießen sollte, hat sich das Ding auch schon bewährt. Lässt sich auch wunderbar zusammenpacken. Habe ich immer im Deckelfach des Rucksacks drin. Und ja, damit kann man halt auch viele Dinge improvisieren. Im Zweifelsfalle geht damit zum Beispiel auch ein kleiner Unterschlupf. Ist natürlich nicht optimal, aber lässt sich damit auf jeden Fall auch bewerkstelligen. Dann noch eine Sturmhaube. Die ist vor allem im Winter richtig Gold wert. Zum einen deckt das wirklich den ganzen Kopf ab und man fröstelt nicht so sehr, gerade weil man auch viel Wärme über den Kopf verliert.
Und dient allerdings auch zum Identitätsschutz. Sollte das also irgendwie nötig sein, dann kann man hiermit auch seine Identität schützen. Und dann haben wir auch noch das Schemak als Schal. Und ja, denke ich mal, muss ich nichts erklären. Gibt ja natürlich auch viele Videos, was man damit alles anstellen kann. Ist also auch Multi-Use in dem Fall. Ja, das war es auf jeden Fall zum Bereich Klamotten. Wie gesagt, das ist wirklich eine super Möglichkeit, um platzsparend seine Klamotten verstauen zu können. In Kombination noch mit einem Vakuumbeutel kann man so wirklich viel Platz sparen. Nimmt natürlich viel Platz weg, aber ganz ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich tagelang in durchnässten Klamotten rumzulaufen. Vor allem, weil dies auch immer die Gefahr birgt, dass man sich irgendetwas wund scheuert oder ob man sich zum Beispiel auch Blasen läuft. Da sollte man dann auch regelmäßig die Socken wechseln. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Teile. Was jetzt hier natürlich auch fehlt, ist eine ordentliche Winterausrüstung. Das ist ganz klar. Wir haben zwar hier die dicke Rolle mit einer dicken Unterhose, also einer dicken langen Unterhose und auch einem etwas dickeren T-Shirt. Die Socken sind sowieso sehr dick, die sind auch noch von meiner Bundeswehrzeit, die haben sich sehr lange gehalten. Allerdings ersetzt es natürlich keine ordentliche Winterkleidung. Dazu habe ich allerdings auch mal ein Video gemacht mit einem Packsack. Das Ganze könnte im Notfall auch noch seinen Platz im Rucksack finden. Da müsste ich natürlich dann ein bisschen umsortieren, müsste ein paar Dinge rausholen, zum Beispiel an den Gürtel dann packen oder draußen am Rucksack befestigen, aber es wäre möglich. Ich werde euch das Video einfach nochmal hier oben auch beim i verlinken. Dort könnt ihr euch dann anschauen, um was es sich da genau handelt. Gut, so viel also zum Thema Kleidung. Ja, kommen wir nun auch ebenfalls zu einer wichtigen Abteilung im Fluchtrucksack und das ist unter anderem Kochgeschirr und auch Lebensmittel. Ich habe meine Lebensmittel hier in so einem Ziploc-Beutel und da sind Lebensmittel für mindestens 3 Tage drin. Wir haben hier unter anderem diese Busgerichte, die kennt man zum Beispiel aus den Bundeswehr-E-Pass. Ist im Prinzip genau dasselbe, so eine Menüschale. Dann haben wir hier zum Frühstück unter anderem Knäckebrot. Auch Aufschnitt, also Wurstaufstrich. Wir haben auch Marmelade dabei. Dann haben wir für zwischendurch Müsliriegel. Kaffee haben wir natürlich auch. Dann haben wir noch solche Tütengerichte, so dehydrierte Nahrung. Da kann man natürlich auch hingehen und zum Beispiel welche aus der Trekkingabteilung nehmen. Allerdings bezahlt man da wesentlich mehr. Und ich sage einfach mal so, selbst wenn es um die Haltbarkeit geht, die haben eine sehr lange Haltbarkeit. Und wenn die Haltbarkeit ablaufen sollte, also das MAD überschritten werden sollte, dann kann man die auch ruhig mal austauschen. Das ist also kein Problem. Dann haben wir unter anderem auch noch Getränkepulver da drin, um sich halt auch Getränke zubereiten zu können. Und da komme ich locker 3 Tage mit aus. Wir haben Frühstück, wir haben Mittagessen, wir haben Abendessen, wir haben etwas für zwischendurch und kann man durchaus auch strecken. Also da sind auf jeden Fall auch mehr als 3 Tage drin, definitiv. Ja, kommen wir zum Kochgeschirr und da habe ich hier ein Kochgeschirr von der Firma Zebra. Kommt, glaube ich, aus Thailand. Habe ich neu inzwischen. Wurde auch noch nicht so oft benutzt, allerdings finde ich das Konzept echt klasse. Ist aus Edelstahl, nicht aus Aluminium. Klar, wiegt natürlich ein bisschen mehr, allerdings bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von Aluminium, gerade auch was das Betreiben über offenem Feuer angeht im Ernstfall. Und ja, zeige ich euch einfach mal, was sich hier drin befindet. So. Wir haben hier einmal den Deckel. Klar, ist auch wesentlich effektiver, mit einem Deckel zu kochen. So spart man auch Energie und auch Flüssigkeit. Dann haben wir hier einmal den Trangia Spirituskocher. Inzwischen benutze ich den wirklich fast auf jeder Tour. Ich finde den einfach super. Es gibt natürlich auch mehr Brennstoffkocher, die kann man dann mit Benzin betreiben, mit Kerosin, Diesel, Gas etc. pp. Wiegt natürlich etwas mehr und ist natürlich auch wesentlich teurer. Also wer sowas ausgeben möchte, kann das gerne tun. Ich bin mit dem Trangia Brenner sehr gut klargekommen bis jetzt. Also auf allen Touren, wo ich dann auch den Fluchtrucksack mit hatte, hat sich dieser Brenner immer bewährt.
Dazu habe ich dann auch noch hier diese Sicherheitsflasche mit 0,5 Litern Spiritus drin. Der Trangia ist natürlich auch voll mit Spiritus. Hier haben wir nochmal 0,5 Liter Spiritus. Also damit sollte ich wirklich sehr lange mit auskommen. Zumal man eigentlich auch in jedem Land hier, zumindest in Mitteleuropa, irgendwie an Spiritus rankommen sollte. Also das ist absolut kein Problem. Ja, dann haben wir hier so eine Zange. Und diese Zange ist für dieses Pfännchen hier gedacht. Kann man dann einfach wunderbar benutzen, zum Beispiel um sich diese Fertiggerichte zubereiten zu können, also diese Bus-Fertiggerichte. Dann haben wir ein Küchentuch, um später auch alles wieder sauber machen zu können. Ein Feuerzeug. Dann haben wir ein Gestell für den Spirituskocher, das ist die kleine Firebox. Der kleine Hobokocher benutze ich im Prinzip wirklich nur als Gestell für den Spirituskocher, kann im Ernstfall allerdings natürlich auch als Hobokocher genutzt werden. Ich sag mal so, in einer Fluchtsituation sich nur auf einen Hobo zu verlassen, man sollte es meiner Meinung nach nicht tun. Also ich habe diesen Hobokocher hauptsächlich als Gestell für den Trangia dabei. Im Notfall, wie gesagt, kann man es allerdings auch als Hobokocher benutzen. Ist aber nicht die erste Wahl. Ja, dann haben wir noch einen Windschutz aus Aluminiumfolie. Das habe ich mir selber gebaut. Kann man natürlich auch kaufen, wenn man möchte. Allerdings geht das mit Alufolie auch wunderbar. Gerade wenn man einen Spirituskocher wie den Trangia benutzt, ist Windschutz wirklich sehr wichtig. Da sollte man nicht bei sparen und wiegt auch so gut wie nichts. Ja, und dann natürlich noch der Topf. Da werde ich mal ein separates Video zu machen. Ist nämlich wirklich interessant, generell zu dem Kochsystem, wie ich das jetzt hier habe, mache ich mal separat ein Video dazu. Wird bestimmt interessant. Da werde ich dann mal ein paar Dinge ausprobieren. Ich habe da so ein paar Ideen im Kopf, wie man das Ganze sehr effektiv nutzen könnte. Und ja, schauen wir einfach mal. Edelstahl, wie gesagt, ist auch sehr robust, gefällt mir wirklich super gut und kostet fast gar nichts. Also für das, was man geboten bekommt, das Ganze hier mit Deckel, mit Pfännchen und sowas, kostet gerade einmal 20 Euro. Also wer da etwas gegen hat, gegen Edelstahl, tja, da frage ich mich auch, was das dann soll. Ist wirklich super. Ja, dann als Besteck habe ich einen Spork aus Titan. Ich hatte ja vorher einen aus Plastik. Allerdings war das immer so eine Wette mit mir selber, wie lange würde der Plastik-Spork denn aushalten. Ja, habe ich jetzt sein gelassen. Ich habe das Ganze jetzt durch einen Titan-Spork ersetzt. Wiegt natürlich auch so gut wie gar nichts. Und ja, passt perfekt. Dann habe ich noch einen Gewürzstreuer. Einmal mit Salz, Pfeffer und einer eigenen Gewürzmischung. Von Primus kann man auch wieder nachfüllen hier, um den Gerichten halt, wenn man die zubereitet, noch ein bisschen Pep zu geben. Gerade bei den Fertiggerichten, die sind ja, ich sag mal, ein bisschen unterwürzt, ne? Da kann man dann halt ein bisschen nachwürzen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon soweit zu dem Bereich Lebensmittel und Kochgeschirr. Wie gesagt, hier zu dem Kochgeschirr mache ich nochmal ein separates Video, was dann ein bisschen intensiver wird. Auf jeden Fall sollte man mit diesen Lebensmitteln, die jetzt hier in der Verpackung drin sind, einige Zeit auskommen. Mindestens 3 Tage, kann man aber auch noch wesentlich länger strecken. Ja, kommen wir zum Bereich Wasserversorgung. Und da habe ich insgesamt 3 Liter Wasser mit dabei. Wir haben einmal hier diese 2 Nierenflaschen von Nalgene. Das sind jeweils 2 Liter. Und wir haben dann noch die normale Nalgene-Flasche, so wie man sie kennt, zusammen mit dem Tatonka-Becher. Das sind auch nochmal 1 Liter, kommen wir insgesamt auf 3 Liter Wasser. Das ist auch immer aufgefüllt, das heißt, das Wasser ist immer so mit im Fluchtrucksack dabei, natürlich auch behandelt, sodass es halt länger haltbar ist. Dann haben wir noch 2 Faltflaschen, die sind noch vom Sawyer Squeeze, vom Sawyer Mini. Auch nochmal jeweils 1 Liter. Falls ich also irgendwie nochmal an schmutziges Wasser rankommen sollte unterwegs,
nehme ich mir das natürlich mit und mache das dann hier in diese Flaschen rein. Die werden dann entweder außen am Rucksack befestigt oder kommen in den Rucksack rein und können dann bei Bedarf eben gefiltert werden. Und inzwischen filtere ich wieder mit einem Katadyn-Filter. Und zwar ist das der Hiker Pro. Ich bin vom Sawyer abgekommen, ganz einfach aus dem Grund, weil er sich zwar, ja, er ist zwar in Ordnung, ja, aber meiner Meinung nach setzt er sich, vor allem wenn man länger unterwegs ist, sehr schnell zu und dann wird das Wasserfiltern nämlich eine richtige Qual. Dementsprechend habe ich mir den Hiker Pro geholt, da ist die Durchflussmenge wesentlich größer, wesentlich schneller. Das heißt, ich verliere sehr wenig Zeit, um mein Wasser zu filtern und vom Gewicht her und von der Größe her geht das auch noch vollkommen in Ordnung. Da mache ich auch nochmal ein separates Video dazu. Den habe ich auch noch nicht so lange, müsste jetzt circa 1,5 Jahre ungefähr sein, wo ich den habe. Oder ein Jahr, ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher. Da mache ich aber nochmal ein separates Review dazu und stelle euch den auch nochmal separat vor. Hier haben wir natürlich dann noch den Inhalt. Klar, hier einmal der Schlauch für das Schmutzwasser mit Vorfilter. Ein Schwämmchen zum Saubermachen. Und dann haben wir hier nochmal den Schlauch dann für das saubere Trinkwasser zusammen noch mit Silikon Gel, um die Dichtungen geschmeidig zu halten und Ersatz Stöpsel. Halt in so einer Verpackung, damit das Ganze nicht kontaminiert wird. Und natürlich die Tasche, wo dann alles auch seinen Platz drin findet. Ja, so habe ich also die Wasserabteilung für mich gelöst. 3 Liter, da sollte ich zumindest einen Tag mit auskommen. Ich sag mal so, hier in Mitteleuropa haben wir keine Probleme, an Trinkwasser ranzukommen. Also irgendwo wird man immer etwas finden. Es ist ja nicht so, dass von jetzt auf gleich die komplette Zivilisation zerstört wird und man kommt nirgendwo mehr an Wasser. Ja, es gibt irgendwo immer einen Brunnen, es gibt irgendwo immer eine Quelle, einen Fluss, einen Bach etc., einen See, wo man sich Wasser raussuchen kann. Natürlich hat man hier das Problem durch Pestizide und generell Schwermetallbelastung und sowas. Da muss man natürlich drauf achten. Also man sollte jetzt nicht aus jedem Gewässer sich sein Wasser holen und so. Das filtert zum Beispiel so ein Filter auch nicht raus. Ja. Allerdings sollte man hier in Mitteleuropa eigentlich keine Probleme bekommen, an frisches Wasser bzw. an filterbares Wasser ranzukommen. So, 3 Liter Wasser. Ein Tag, Möglichkeiten, das Ganze nachzufüllen, haben wir also auch abgedeckt. Wie gesagt, zum Hiker Pro mache ich nochmal ein separates Review. Kommt jetzt auch, wahrscheinlich im Sommer. Und das war's zur Abteilung Wasserversorgung. Ja, kommen wir zu der technischen Abteilung. Und ich denke mal, das ist auch die Abteilung, wo man sich am ehesten die Frage stellen kann, benötigt man das wirklich? Meiner Meinung nach benötigt man eigentlich nichts, außer vielleicht eine Taschenlampe hier von dem ganzen Kram. Allerdings habe ich jetzt auch wieder viele Touren gemacht. Natürlich waren das keine Fluchtszenarien, also da muss man dann auch wieder differenzieren. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, da hilft es wirklich schon, wenn man diese Hilfsmittel mit dabei hat. Vor allem, wenn man ein Smartphone hat. Was natürlich auch viele Vorteile bietet. Unter anderem kann man mit einem Smartphone sich natürlich auch Informationen beschaffen. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie ins Internet zu kommen, kann man sich so Informationen beschaffen. Man hat Apps, die man nutzen kann, etc. pp. Also ich denke mal, das muss ich keinem erzählen, was mit einem Smartphone alles möglich ist. Ist also auch wirklich sinnvoll, daran zu denken, dass man das auf einer Flucht benutzen kann. Ich würde es auf jeden Fall nicht zu Hause lassen, weil es einfach so viele Vorteile bietet, ein Smartphone dabei zu haben. Und damit das Ganze natürlich auch weiterhin mit Energie versorgt werden kann, habe ich hier eine Powerbank. Diese Powerbank hat ca. 15.000 mAh. Das reicht also, um das Smartphone mehrere Male aufzuladen. Damit ich die Powerbank aufladen kann, habe ich hier ein kleines Solarpanel
20 Watt von Anker. Das kann man also dann benutzen, um die Powerbank aufzuladen. Das kann man hier wunderbar mit den Ösen zum Beispiel am Rucksack befestigen und kann dann während des Marschierens seine Geräte aufladen. Wir hätten ja hier auch theoretisch die Möglichkeit, zweimal ein USB-Kabel anzuschließen, um zwei Geräte gleichzeitig zu laden. Ich habe hier dann noch einen kleinen Beutel, unter anderem mit Ersatzbatterien für meine kleine LED-Lenser P2. Die ist als Backup gedacht. Dann haben wir hier nochmal für 230 Volt einen Stecker. Ich denke mal, das reflektiert jetzt nicht so sehr. Und natürlich ein gutes USB-Kabel, um die Geräte aufladen zu können. Ja, wie gesagt, also die LED-Lenser P2 ist meine Backup-Taschenlampe. Die reicht zum Beispiel, um irgendwelche Sachen im Rucksack wiederzufinden oder eben um, wenn man dann im Zelt zum Beispiel ist, in meinem Fall, um halt noch ein paar Dinge zu organisieren. Dazu habe ich dann hier noch ein Stirnband. Also ich verzichte auf eine Stirntaschenlampe. Dafür kann ich dann hier das Ganze so benutzen. Das wird einfach nur hier reingeschoben und das Ganze ist dann auch als Stirntaschenlampe benutzbar. Als richtige Einsatztaschenlampe, die ich allerdings im EDC habe, ist also sowieso immer mit dabei, habe ich die Nightcore SRT5. Das Ding hat wirklich viel Power, hat also auch viele Einsatzmöglichkeiten. Wir haben rotes Licht, wir haben blaues Licht, wir haben Stroboskop und wir können eben auch das Licht stufenlos regeln, von ganz, 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 ganz klein bis halt richtig Maximum Licht. Da werde ich eventuell auch nochmal ein Review dazu machen. Generell, momentan habe ich sehr wenig Reviews gemacht. Das liegt ganz einfach daran, weil ich meine Ausrüstung wirklich ausgiebig teste. Und da kann es dann wirklich schon mal wirklich ein Jahr auf zwei, vielleicht sogar drei Jahre dauern. Je nachdem, wie oft das natürlich im Einsatz ist. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich damit ein Wochenende rausgehe, lasse das ein paar Mal in den Matsch fallen und dann sage ich, okay, das ist super. Sondern ich benutze das wirklich mehrere Jahre lang, bevor ich dann auch mal ein ordentliches Review mache. So, diese Taschenlampe, die SRT5, funktioniert mit einem 18650er Akku. Die sind natürlich von der Leistung her optimal, allerdings sind die sehr teuer, sehr groß und man muss natürlich irgendwie auch schauen, dass man diese Akkus unterwegs aufladen kann. Dafür habe ich dann ein Ladegerät für diese Akkus. Ist natürlich nicht optimal, das weiß ich. Gerade für solche Akkus braucht man immer ein ordentliches Ladegerät. Allerdings habe ich das jetzt auch schon eine ganze Weile in Benutzung und ich muss wirklich sagen, bis jetzt hatte ich damit keinerlei Probleme. Mir ist also kein Akku hops gegangen oder sowas. Und ist ebenfalls mit USB, das heißt in Verbindung mit dem Solarpanel kann ich auch diese 18650er Akkus aufladen. Im Zweifel halt dann immer auch noch hier mit der Powerbank. Zusätzlich habe ich in dieser Tasche dann auch noch einen 12 Volt Adapter, falls ich da irgendwie die Möglichkeit haben sollte, das zum Beispiel in einem Kfz aufladen zu können, dann habe ich auch diese Möglichkeit. Allerdings befindet sich jetzt die Batterie, also der Ersatzakku, die Taschenlampe und auch hier das Ladegerät in meinem EDC, weil ich das halt auch immer vor allem auf der Arbeit benutze. Und da macht es mehr Sinn, dass ich das im EDC dabei habe. Aber da das Ganze ein Konzept ist, habe ich das im Prinzip auch so in dem Fall dann auch in meinem Fluchtrucksack mit dabei. Ja, dann, um sich Informationen zu beschaffen, da hat sich wirklich nichts geändert. Das ist sogar immer noch dieselbe Tüte wie vor ein paar Jahren. Und das ist halt dieses Kurbelradio hier von Roadstar. Das ist also wirklich seit Jahren in meinem Fluchtrucksack und funktioniert immer noch. Also ganz ehrlich, ich habe damit absolut keine Probleme. Die Antenne ist auch immer noch wunderbar, die Kurbel funktioniert wunderbar, der Akku ist noch wunderbar.
Also klar, man kann immer mal ein Sonntagsgerät erwischen, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, also das hat mich bis jetzt noch nicht im Stich gelassen, auch nach all den Jahren nicht. Es ist natürlich wirklich wichtig, dass man zum Beispiel auch auf der Flucht per UKW oder eben dann auch hier per Mittelwelle, dass man da irgendwie sich Informationen ranbeschafft und sollte auf jeden Fall auch nicht fehlen. Ja, das war es auf jeden Fall zu diesem Bereich. Gehen wir rüber zum nächsten. Ja, kommen wir zu ein paar Kleinigkeiten. Und zwar sind das auch relativ wichtige Dinge, auch wenn ich jetzt gerade Kleinigkeiten gesagt habe. Allerdings sieht man hier zum Beispiel schon, hier handelt es sich um das Feuerkit. Wir haben hier also Streichhölzer, wasserdicht verpackt, zusammen mit den Reibeflächen. Dann einen Light My Fire Feuerstahl. Natürlich auch sehr wichtig, gerade wenn man draußen unterwegs ist. Feuerzeug. Es gibt nichts, womit man einfacher ein Feuer entzünden kann als mit einem Feuerzeug. Also wer darauf verzichtet, der ist dumm. Wirklich. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also wer auf ein Feuerzeug verzichtet in einem Fluchtrucksack, der ist dumm. Das muss ich dann wirklich mal so krass sagen. Dann haben wir noch als Zundermittel Tampons. Also es gibt wirklich nichts, wo so viel Zunder auf so viel kleinem Raum, auf so kleinem Raum komprimiert ist wie in einem Tampon. Also da kriegt man so viel Zunder raus, da könnte ich locker 100 Feuer mit starten, mit diesen 5 Tampons. Und vor allem wunderbar in Verbindung mit Vaseline oder mit dem Fettstift. Da kann man nichts falsch machen. Die wiegen nichts und sind wunderbar für das Feuerkit. Das habe ich auch hier in so einem wasserdichten Ziploc-Beutel. Da kann dem Ganzen also auch nichts passieren. Kann man wunderbar irgendwo noch dazwischen stopfen. Kann man sich auch mal in die Hosentasche stopfen, falls es nötig sein sollte. Diese Tasche diese Tüte ist natürlich dann auch super dazu geeignet, um irgendwo in der Natur sich zum Beispiel Naturzunder zu besorgen, wie Gras oder eben Birkenrinde, so ein Zeug halt. So, dann haben wir hier einmal Pfefferspray, klar, zur Selbstverteidigung, ist auch immer im Fluchtrucksack mit dabei, direkt griffbereit. Dann noch eine Schutzbrille, die im Prinzip auch gleichzeitig eine Sonnenbrille ist. Ist natürlich sehr wichtig, vor allem wenn man sich zum Beispiel im Wald bewegt. Da kann es schon mal schnell passieren, dass man einen Ast ins Auge bekommt. Damit man sowas natürlich dann verhindert, sollte man sich zumindest eine Schutzbrille in den Rucksack reinpacken. Und hier haben wir dann auch so eine kleine Krimskrams-Tüte. Ebenfalls in einem Ziploc-Beutel. Wir haben hier unter anderem Angel-Equipment. Also wir haben hier einen Schwimmer, dann Blei und auch Haken, das jeweils zweimal. Kann man sich natürlich dann auch wieder die Frage stellen, ist das überhaupt was? Bringt das überhaupt was? Also meiner Meinung nach bringt das auf jeden Fall etwas, vor allem wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat zu angeln. Also da wird man jetzt keinen Hecht mit rausholen oder keinen Karpfen mit rausholen, das ist natürlich ganz klar. Aber ich sag mal, für kleinere Fische, wie jetzt zum Beispiel auch Rotaugen, die sind ja relativ einfach zu angeln. Also da reicht auch ein Stock und dann hier sowas, habe ich auch schon mehrmals gemacht, reicht vollkommen aus. Natürlich wird man von so einem Rotaugenfisch nicht satt, das ist ganz klar. Also da braucht man schon ein paar, aber ist auf jeden Fall machbar hiermit. Und wiegt auch nichts. Hat natürlich dann auch wieder ein bisschen etwas mit Survival zu tun in dem Fall. Muss man sich allerdings nicht improvisieren. Kostet auch nicht die Welt. Dann, ganz wichtig, um Reparaturen durchführen zu können, Panzerband. Mehrere Meter, lässt sich auch wunderbar verstauen. Da kann man alles mit reparieren. Den Rucksack, man kann
Dinge irgendwo befestigen. Im Notfall kann man damit auch Gefährder immobilisieren. Dann noch Draht, zum Beispiel auch um Fallen zu bauen oder wiederum auch irgendetwas zu befestigen. Dann ein Reparaturkit für die Thermarest Isomatte. Ein Öltuch. Ein Wetzstahl für das Messer. Mehrere Meter Paracord. Nicht zu viel, aber reicht auf jeden Fall. Und ein Nähset. An diesem Nähset haben wir natürlich diverse Nadel, dann eine Schere, ein Fingerhut, Sicherheitsnadeln und natürlich Nähgarn und auch richtig stabiles Nähgarn. Also damit kann man schon viele Dinge reparieren, sei es jetzt der Rucksack oder eben die Hose, falls irgendwas mal kaputt gehen sollte. Ja, all das natürlich in einem verschließbaren Ziploc-Beutel, so dass es dann auch wasserdicht ist. Kann man, wie gesagt, auch wie bei dem Feuerkit irgendwo noch in eine Tasche dazu packen, dazu quetschen. Passt wirklich überall rein und ist natürlich extrem hilfreich, wenn man sowas dabei hat. Kommen wir zu einem meiner Meinung nach der wichtigsten Gegenstände überhaupt in einem Fluchtrucksack. Und das ist die Unterkunft bzw. auch der Schlafsack. Ich habe das hier als System gepackt. Das ist die alte Bundeswehr-Tasche für den Schlafsack. Da ist allerdings nicht der Bundeswehr-Schlafsack drin. Den finde ich persönlich nämlich Mist. Wir haben hier eine Thermarest Isomatte All Season. Aufblasbar, ist wirklich platzsparend, wiegt so gut wie nichts und man kann wirklich super drauf schlafen. Hat natürlich auch eine exzellente Isolationswirkung gegenüber dem Boden, was natürlich sehr wichtig ist. So, dann packen wir das einfach mal hier aus. Hier drin befindet sich nämlich nicht nur der Schlafsack, sondern auch das Zelt. Und zwar ist das Nordisk Halland 2. Lightweight. Ja, dieses Zelt wiegt gerade einmal 1,5 Kilogramm. Ich halte das einfach mal hier so kurz in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. So, ist ein Zwei-Personen-Zelt, wie man hier erkennen kann. Habe ich auch neu. Habe ich wirklich nicht allzu lange. Gerade mal, ich glaube, 4-5 Monate ungefähr. Und ich hatte vorher auch ein Ultra-Leicht-Zelt von Nordisk, allerdings wurde das zu klein. Also es hat zwar gepasst mit zwei Mann, ich sorge natürlich dafür, dass meine Verlobte auch Platz findet in meinem Zelt. Das hat natürlich geklappt, allerdings muss man dazu sagen, es war wirklich verdammt eng. So, das haben wir jetzt momentan in Benutzung, da haben wir wesentlich mehr Platz. Wir haben auch ein kleines Vorzelt mit dabei, wo man dann auch im Ernstfall drin kochen könnte mit unserem Kocher. Und funktioniert wunderbar, hat eine Wassersäule von 2000 mm. Ist jetzt natürlich nicht so gut, sage ich jetzt mal. Was heißt nicht so gut? Es reicht vollkommen. Also für einen Regenschauer ist das vollkommen ausreichend. Aber ich sage jetzt mal so, für einen Monsun wäre es nicht ausreichend. Okay, da muss man natürlich dann Abstriche machen. Aber wann haben wir hier mal einen ordentlichen Monsun? Mal davon abgesehen. So, der Boden hat eine Wassersäule von 8000 mm und das ist vollkommen ausreichend. Also da habe ich bis jetzt, das sind im Prinzip auch dieselben Daten wie beim vorherigen Zelt und damit bin ich über Jahre hinweg auch super klargekommen. Ob es jetzt im Winter war, im Sommer, im Frühling, im Herbst, ich hatte es zu jeder Jahreszeit im Einsatz, auch über mehrere Tage und da konnte ich wirklich keine Mängel feststellen. Ist natürlich etwas teuer,
Den genauen Preis müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Das liegt natürlich daran, dass hier wirklich Ultralight-Materialien verwendet wurden. Und dasselbe Zelt gibt es allerdings auch in einer PU-Variante. Da ist es dann aber auch schon wieder mehr als doppelt so schwer. Und da muss man natürlich dann Kompromisse eingehen. Vom Packmaß her, wie ihr sehen könnt, auch wunderbar und für zwei Mann ausreichend. Ja, als Schlafsack habe ich den Snoopack Sleeper Extreme. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, werde ich hier auch noch mal einblenden. Dort könnt ihr euch dann auch mal über diesen Schlafsack informieren. Ist ein sehr günstiger Schlafsack und sehr gut meiner Meinung nach. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich exzellent bei diesem Schlafsack. Ja, warum habe ich ein Zelt und warum habe ich kein Tarp? Ich hatte am Anfang natürlich auch ein Tarp mit dabei, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Zelt ist genauso schnell aufgebaut, bietet mir allerdings wesentlich mehr Schutz und wesentlich mehr Komfort als ein Tarp. Das Tarp ist jetzt auch nicht wesentlich leichter gewesen, das Tarp lag irgendwo bei 900 Gramm. Das vorherige Zelt, was ich von Nordis hatte, wog ebenfalls 980 Gramm, glaube ich. Na gut, das wiegt jetzt hier 1,5 Kilogramm, aber dafür ist der Komfort einfach wesentlich besser. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, mit einem Tarp hat man wesentlich mehr Anwendungsmöglichkeiten. Man kann das an einem Baum dranhängen. Man kann halt mit einem Tarp wirklich viel machen, das ist schon klar. Das ist natürlich alles richtig. Allerdings bin ich ganz ehrlich, mit so einem Zelt bin ich jetzt die ganze Zeit super klar gekommen. Jetzt nicht mit dem, sondern mit dem Vorgänger davon. Ja, das wird aber wahrscheinlich jetzt keinen Unterschied machen. Das ist einfach nur etwas größer. Und der Komfort ist einfach unglaublich und wesentlich besser als mit einem Tarp. Also da bin ich wirklich umgestiegen. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ist man bereit, mehr Gewicht mitzunehmen? Meiner Meinung nach ja. Deshalb bin ich von einem Tarp zu einem Zelt übergegangen und habe es bis heute nicht bereut. Wirklich nicht. Ich würde auch ehrlich gesagt nicht mehr tauschen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und würde aus irgendeinem Grund wieder zum Tarp wechseln. Würde ich nicht machen. Ganz einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Zelt wesentlich besser ist. Und von der Aufbauzeit her und von der Abbauzeit, gut, von der Abbauzeit her vielleicht jetzt nicht so dolle. Klar, aufbauen geht innerhalb von 10 Minuten, das ist kein Problem. Tarp dauert fast genauso lange, wenn man es richtig macht. Abbauen, klar, dauert ein bisschen länger, gerade wenn man es dann wieder ordentlich zusammenpacken muss, so dass man das dann halt auch wieder ordentlich verstaut bekommt. Aber das ist meiner Meinung nach wert. Ja, das war also der Bereich Unterkunft. Ja, hier habe ich jetzt noch zwei Gegenstände, die auch sehr wichtig sind. Das ist zum einen ein kleines CBRN-Kit. Wir haben hier unter anderem Kalium-Jodid-Tabletten, eine FFP3-Maske und stabile Gummihandschuhe. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, auch nicht für alle CBRN-Gefahren gedacht. Allerdings FFP3, Kaliumjodid und die Handschuhe sind erstmal soweit in Ordnung, wenn man kleinere Ereignisse im Kopf hat. Ich habe natürlich für diesen Fall noch etwas anderes parat. Das verlinke ich hier auch nochmal. Das ist ein etwas größeres. Darum habe ich zum Beispiel auch diese Klettfläche am Rucksack dran. Das wird aber alles im Video auch erklärt, wozu das dann halt gedacht ist. Das ist dann halt ein etwas größeres CBRN-Kit. Ja, diese Tasche kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus den alten Videos von meinem Fluchtrucksack. Das ist die Dokumententasche. Und auch das werde ich hier nochmal verlinken. Also ich muss jetzt natürlich nicht jeden Gegenstand nochmal machen. Das Video wird eh schon lang genug. In dieser Dokumententasche haben wir natürlich alles drin, von Kartenmaterial über einen Block zum Schreiben, Stifte, Ausweiskopien und auch ein Kompass zum Navigieren. Der Kompass ist immer noch derselbe geblieben, der DP2 von Recta, ein super Marschkompass und das benötigt man auf jeden Fall auch, um sich zurechtzufinden. Wie gesagt, Ausweiskopien sind dabei. Dann haben wir noch Reisepässe, natürlich auch wichtig, zumindest so, dass man sich auch
an diversen Grenzen ausweisen kann. Aber wie gesagt, die genauen Infos dazu findet ihr oben in dem Video. Einfach mal anklicken, dauert auch nicht so lange. Und dann wisst ihr auch, worum es genau in dieser Dokumentenmappe geht und warum man sie auf jeden Fall dabei haben sollte. Bei mir ist sie auf jeden Fall immer im Fluchtrucksack mit dabei. Ja, last but not least, natürlich auch mit eine der wichtigsten Gegenstände, die man im Fluchtrucksack haben soll. Unter anderem ein stabiles Messer. Das habe ich jetzt neu, wirklich sehr neu, ist keine 2 Monate alt. Ich habe es auch noch nicht so oft einsetzen können, leider. Und zwar ist das das Moela Kodiak. Full Tang, hat also einen durchgehenden Erl. Sollte dementsprechend natürlich auch relativ stabil sein. Und das habe ich jetzt derzeit in meinem Fluchtrucksack mit dabei. Ich hatte vorher einen Ontario Tac 1. Das war ein richtiger Brecher, war natürlich aber auch dementsprechend wesentlich schwerer. War auch von der Klinge her wesentlich breiter, ein bisschen länger auch. Aber ich wollte einfach mal schauen, ob es nicht etwas Kleineres, etwas Leichteres gibt. Und was trotzdem halt mich nicht einschränkt in den Arbeiten, die ich so jetzt im Kopf habe. Das wäre in erster Linie natürlich Holzbearbeitung, zum Beispiel um irgendwie Feuerholz bearbeiten zu können oder eben auch, wenn ich mich im urbanen Gebiet befinde, leichte Türen öffnen zu können. Dementsprechend natürlich auch mit durchgehendem Erl, also ein richtiges Einsatzmesser. Da muss ich jetzt einfach mal schauen, ich werde das jetzt einfach mal ausgiebig testen in den nächsten Monaten, werde dann natürlich euch auch auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze so entwickelt hat, aber ich habe es jetzt einfach derzeit im Fluchtrucksack, weil ich es dann eben auch in dem Fall benutze. Wenn ich es einfach nur immer so dabei habe, muss ich ja halt immer mal schauen, dass ich dann nicht doch zum Ontario zum Beispiel greife oder sowas. Dementsprechend benutze ich das jetzt erstmal so und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ob es überhaupt für den Einsatzzweck, so wie ich es mir gedacht habe, ausreichend ist. Ja, warum habe ich jetzt zum Beispiel keine Axt oder keinen Beil mit dabei? Ganz einfach, ich habe es noch nie gebraucht. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, man befindet sich auf einer Flucht. Ja? Und ich habe es schon mal angesprochen, eine Flucht ist kein romantisches Wochenende. Ja? Das heißt, ich habe keine Zeit, 6 Stunden lang im Wald rumzuhantieren, um mir einen Unterschlupf zu bauen. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein Zelt im Fluchtrucksack mit dabei. So, jetzt habe ich allerdings eine Axt mit dabei, die wiederum wiegt, sage ich jetzt mal, mindestens 2 Kilogramm. So, und da bin ich ganz ehrlich, das Gewicht möchte ich mir sparen und darum habe ich kein Beil mit dabei oder keine Axt. Genauso wenig wie eine etwas größere Säge. Wir leben hier in Mitteleuropa, das heißt, wir haben auch viel urbanes Gebiet, wo wir uns befinden. Und darum habe ich auch im EDC, was natürlich dann auch mit in den Fluchtrucksack kommen würde, im Ernstfall, ein Multitool, und zwar von Victorinox. Ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe den Namen nämlich vom Multitool vergessen. Ich werde das einfach mal unten in die Infobox schreiben, welches Multitool das genau ist. Auf jeden Fall, wie bereits angesprochen, befinden wir uns hier zum Großteil im urbanen Gebiet in Mitteleuropa. Und da gibt es nun mal diverse Momente, wo ein Multitool nützlich sein kann. Ob es jetzt zum Beispiel Draht durchschneiden ist von einem Zaun oder sowas oder eine Mutter lösen, eine Schraube lösen etc. Das spielt eigentlich keine Rolle. So ein Multitool hat auf jeden Fall die Möglichkeiten, um all diese Aufgabe lösen zu können. Wir haben diverse Schraubendreher, wie gesagt, wir haben eine Zange, wir haben auch etwas zum Abknipsen, wir haben ein Messer, wir haben auch eine Säge. Im Ernstfall kann man damit auch arbeiten, da wird man jetzt zwar keinen Baum mit fällen können, aber ich sag mal, kleinere Äste kriegt man damit auch gesägt. Messer haben wir natürlich und eine Schere haben wir auch mit dabei. Ist auf jeden Fall sinnvoll, so etwas dabei zu haben. Wie gesagt, ich habe es im EDC mit dabei, weil ich es halt auch auf der Arbeit des Häufigeren mal brauche. Zusätzlich befindet sich in dieser Ledertasche noch hier dieses Bit-Set zusammen mit einem Bit-Halter. So, jetzt muss ich erstmal gucken. So, hier, das ist der Bithalter. Auf beiden Seiten kann man das benutzen. Und wir haben hier verschiedene Bits. Sechskant, Torx, Kreuz etc. Auch noch Platz für weitere Bits. Ist also auch nicht verkehrt, weil es immer mit dabei ist. Und wir haben hier auch noch für die Weinliebhaber unter uns einen Korkenzieher, auch mit kleinen Schraubendreher noch mit dabei.
So, im Prinzip sollte damit eigentlich alles abgedeckt sein, vor allem im urbanen Bereich. Damit kriegt man eigentlich alles hin soweit. Wir haben ein stabiles Messer, was wir benutzen können, um eben dann härtere Aufgaben damit lösen zu können. Und wir haben etwas, um im urbanen Gebiet erledigen zu können. Ob es jetzt etwas zum Lösen ist, etwas zum Durchschneiden etc. Hätten wir also auch das erstmal abgedeckt. So, dann machen wir nochmal eine kleine Großaufnahme von dem Fluchtrucksack und seinem Inhalt. Das habe ich jetzt alles mal hier zurechtgelegt. Das ist im Prinzip der komplette Fluchtrucksack mit seinem Inhalt. Wir haben hier oben die Wasserabteilung zusammen mit dem Wasserfilter. Dann unsere Kleidung, unsere Ersatzkleidung. Da oben die Müllsäcke, unser Feuerkit, das Pfefferspray. Dann haben wir hier unten noch die Isomatte. Wir haben das Zelt, den Schlafsack, das Messer, den Rucksack an sich. Dann haben wir da oben einmal unsere Dokumentenmappe, den Poncho, das ganz kleine CBRN-Kit. Dann haben wir einmal die Lebensmittel für mindestens 3 Tage, das Kochgeschirr. Dann Ersatzbrennstoff für den Trangia. Wir haben das erste Hilfeset, die Solaranlage, das Radio, unsere Kulturtasche und die Ersatztaschenlampe. So, das wäre also das Update vom Fluchtrucksack. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Was hättet ihr zum Beispiel anders gemacht? Was würdet ihr noch mit in den Fluchtrucksack reinpacken? Würde mich natürlich mal interessieren. So, wenn ihr über solche Themen mitdiskutieren wollt, dürft ihr gerne bei uns im Forum vorbeischauen. Wir freuen uns wirklich über jedes neue Mitglied. Und dann wünsche ich euch natürlich wie immer noch ein schönes Wochenende. Und wie immer, stay tuned and be prepared.